oder? Also hallo, wenn du wissen willst, wo ich heute unterwegs bin, was ich Schönes gesehen und erlebt habe, dann solltest du jetzt dranbleiben. Vom Wanderfritzen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Film hier auf meinem YouTube-Kanal zum Samstagnachmittag. Heute ist wieder Wandertag, also ein Wandertag-Video. Ich nehme euch heute mit ins schöne Hohenstein. Ich wandere heute von Hohenstein über die Gautschgrotte, die ich mir auch anschauen werde, bis zum Brand. Dort werde ich mir die Brandbaute und die Brandaussicht anschauen und von da geht es dann über den Füllhölzerweg hinunter ins Polenztal. Vorbei an der Waldersdorfer Mühle, das Polenztal, ein Stück bergwärts bis zur Gaststätte und Pension Polenztal. Und dort geht es dann wieder hinauf nach Hohenstein. Eine kleine, feine Wanderung, ca. 13, 14 Kilometer wird sie lang sein. Ich bin aber heute nicht alleine unterwegs. Ich habe heute eine nette Begleitung mit. Die liebe Kadi ist heute mit dabei. Sie hatte auch die Idee zu dieser schönen Wanderung, also werden wir heute zu zweit unterwegs sein. Ich würde sagen, ihr lehnt euch jetzt entspannt im Sessel zurück, setzt euch auf die Couch, Tee oder Kaffee nicht vergessen, Gebäck oder Kuchen bereitstellen und ich würde sagen, wir starten die Wandertour und los geht's. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch bei allen PayPal-Spendern hier bedanken, die mir einen kleinen Kaffee spendiert haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Start ist hier am Wanderparkplatz an der Straße hoch nach Hohenstein. Es geht dann hier unterhalb der Burg Hohenstein Richtung Gautschgrotte, die wir uns anschauen werden. Und von dort geht es dann weiter Richtung Brandbaude und Brandaussicht, wo wir unsere Frühstückspause machen werden. Und von hier hat man dann einen wunderbaren Blick auf die Gipfel der Sächsischen Schweiz. Muss man unbedingt gesehen haben. Und nach unserer Frühstückspause geht es dann ein Stück zurück. Wir laufen dann hinunter in das Polenztal, kommen hier an der Waldersdorfer Mühle raus, um dann hier ein Stück fürs Aufwärts Richtung Gasthaus und Pension Polenztal zu laufen. Und von dort geht es dann hinauf wieder Richtung Hohenstein. Ihr Lieben, bevor es losgeht, noch eine kleine Information. Zu diesem Film gibt es noch eine 360-Grad-Version und wie ihr diese anschauen könnt, das erfahrt ihr dann hier am Ende dieses Filmes. Also entspannt diesen Film anschauen und dann am Ende, wie gesagt, erfahrt ihr alles zu dieser 360-Grad-Version. Wie bitte schön hier. Schöne, schöne Landschaft hier, kann man nicht meckern. Genau, hier unten hast du das Tal, wo man wieder hochkommt dann. Ist immer wieder faszinierend, wenn du hier so wanderst, ne? Wo man noch nie war, was es für schöne Ecken gibt. Ja. So, jetzt muss man wieder rumdrehen, ja, da kommen wir nie vorbei. Ja. So, Ladies first. Da kommst du einfach so durch, ja? Ne? Geht schon. Cool. Das ist schon gigantisch, ne? Du überlegst, wenn jetzt dieser Felsen da oben runterkommt. So. Wir müssen jetzt hier drüben wieder runter, ne? Den Weg dort. Oder? Ja, ne? Guck mal aufs Komoot. Ich glaube ja. Ja. Wie ein bisschen schön, ja.
Nationalpark. Ach, guck mal, schön, ne? Da oben von der Sonne angestrahlt. Da drüben. Rechts oben. Schön. Genau, und hier kommen wir dann hoch, den Weg. Genau, richtig. Hier sind wir runter zum Adventure Walk. Schöne alte Brücke. So. Wie ein bisschen schön. Mit ein paar Kackhähnchen drin. Mit ein paar Kackhähnchen drin. Herrlich. Mhm. Also von der Seite habe ich die Burg Hohenstein auch noch nie gesehen. Schön. Alles. Und die Spechte, die hämmern wieder her. Ja. Ich war auch noch nie oben auf der Burg Hohenstein, da hier auf diesem Areal. Mhm. Nie geschafft. Dabei ist es ja gar nicht so weit weg. Das riecht komplett oben. Na da, wo das Geländer ist. Können wir da mal gehen, oder? Können wir machen noch. Wenn wir schon mal hier sind. Ah, kann man nicht mehr so richtig erkennen, ne? Hier ist noch ein, wenn es aktuell ist, ist noch ein altes Zeichen, aber... Mhm. Ich bin hier schon. Herrlich. Schon beeindruckend. Kernzone, oder? Genau. Na, das kennen wir doch. Schreibst du ja immer sehr schön in deinen Videos. Aha. Da steht ein Schritt Kanzler in diesem Weg, durftest du eigentlich gar nicht gehen. Das ist kein markierter Wanderweg. Aber scheint so, als wenn da eine Aussicht wäre. Ja. Da hat er auch irgendwo eine Ähnliche. Schauen da irgendwas geknipst an? Betreten nur auf dem Gelände markierten Wegen erlaubt. Das ist ja kein markierter Weg, aber es ist halt, ne? Der wäre hier. Den gehen wir dann auch lang. Aber hier vorne scheint eine Aussicht zu sein. In der Sonne da drüben, wenn sie weil ich sehe auch ein Gelände da vorne. Da drüben ist der Hockstein auf der rechten Seite. Hier vorne bis siehst du. Da drüben hast du die Hütte oben drauf. Ja. Genau, hier hast du das Tal, wo die Wolfsstoff runterkommt. Schön. Wie ein bisschen schön, ja. In der Sonne wunderschön. Mhm. 11.09. Das ist eine 1. Das ist eine 9. Schlecht, das wäre eine 3. Ne, eine 9. Eine 6. Und was ist das letzte? Ja. Eine 8. Ja. Na ja, das könnte auch. Hm. Lässt sich bestimmt rauskriegen. Ja. Mhm. Hier sehr schön zu sehen. Mhm. Hast du mir vorhin gesagt, mir kann das tatsächlich in der Schweiz noch ein bisschen genügen. Aha. In keine Ahnung, wie viele tausend Jahren werden dann hier Glasfesten stehen mit Sand. Noch? Und ein Bild, wie es mal aussah. Genau. Und die schwarzen Kreuze, hast du da gesehen? Das ist ein kompletter gesperrter Weg. Ah ja, da darf gar keiner rein. Da darf gar keiner reingehen. Weder Kletterer noch Wanderer. Die Galtschgrotte liegt 110 Meter über der Bacher. Mhm. Galtschgrotte, da sag ich doch, gehört er zum Lehrpfad, da vorne ist er da schon. Was steht hier?
Gautschkotter wurde nach dem Dresdner Rechtsanwalt Karl Friedrich Konstantin Gautsch benannt, der sich große Verdienste um die Erforschung und Erschließung der sächsischen Schweiz erwarb. Na, da gehen wir doch mal hier zur Gautschkotter. Ja, ne? So. Herrlich. Hier plätschert es so schön. Solche Wege liebe ich ja hier. Es hat so was Mystisches. Krass. Yep. Herrlich. Spektakulär. Es tropft von oben. Wie ein bisschen schön hier. Die sogenannte Gautschkotter, riesig groß. Einfach traumhaft. So, und das hier, diese Steinchen, ist eine kleine Halde. Aha. Okay. Also gibt es eine große und eine kleine Halben. Zusammen sind sie ein Ganzes. Der sogenannte Hai. Genau, das müsste auch bei Kolbenhut. Das ist der Hai. Siehst du so ein bisschen, ne? Ne? Hast du so ein bisschen wie die Schnauze hier unten? Ja. Also, ich habe mir mal sagen lassen oder gelesen, am Klopfen erkennst du die Spechtart. Die Diebeshöhle, ne? Diebeshöhle. Genau, das habe ich auch gelesen. Auch so mit Wasser. Schön. Ja. Mit eingebauter Dusche. Merkst du richtig, ne, wie es warm wird? Die Warmtemperatur, woher kommt die Luft? Aber im T-Shirt will ich nicht so viel probieren. Na gut, man bewegt sich, aber räumlich ja, Wiese. Grundstein. Geht's bergan. So, was steht hier Schönes? Brandbaude. Ab morgen. Ja. Wäre so offen. Täglich schon wunderbar von 10 bis, das ist ganz schön, ne? Ja, ist gut. Ist sogar die Herberge, also das Malerweg, kannst du dort eigentlich übernachten, ne? So wie es aussieht. Das ist riesig.
Ne, steht da. Bergwirtschaft in Herberg und liegt auf dem Malerweg. Na, Viertelstunde bis Hohenstein von hier. Naja, also die Richtung. Mensch, da haben wir ja heute richtig einen Lehrpfad. Ein Stück vom Malerweg schon. Was soll das? Sinnlos. Da fragt man sich, was in den Köpfen von den Leuten vorgeht. Also ihr Lieben, wir hätten es jetzt rausgeholt, aber wir wissen nicht, ob es Kackfähnchen sind. Und das fassen wir nicht an. Zumindest ohne Handschuhe. Aber ganz ehrlich, muss das sein? Also, der Baum kommt auch ohne Zellulose. Gut, klar. Ah, Mann, ey. Ah. Ein reichlich gedeckter Gabentisch für die Familie Schwarzkittel hier. Ja. 20 Minuten noch. Und der Füllhölzelweg, den bin ich auch schon ein Stück gelaufen. Ja. Genau, da geht es ins Polenstal runter und auf der anderen Seite den Ziegenrücken wieder hoch. Das ist der Füllhölzelweg und geht drüben Richtung Raten runter. Das war ein Teil vom Adventure Walk. Ja. Die Weißtanne. Mhm. Mhm. Oh, guck mal, wie klar das Wasser ist, ja. Traumhaft. So, Schweinepest, alles klar. Viertelstunde noch. Ich denke mal 10 Minuten noch sein. Ja. Genau, der europäische Fernwanderweg E3. Herrlich. Wie habe ich das vermisst? Herrlich. So. Auf die letzten Meter. Oh, hier schön, Insektenhotel. Ja, sehr schön. Ja, wenn du auf dem Malerweg unterwegs bist, da kannst du hier bestimmt schön übernachten. Ja. Wanderherberge, ne? Also schön. Also wenn du wirklich, wenn du auf dem Malerweg unterwegs bist, kannst du hier schön übernachten. Ja. Endlich mal die andere Aussicht hier. Oh ja, guck mal hier. Hast einen Gammrich hier vorne. Kannst bis nach Raten, bis nach Wählen gucken. So, ihr Lieben, endlich geschafft. Jetzt hier an der Brandaussicht. Ein herrliches Fleckchen Erde, muss ich mal so sagen. Hier hat man einen wunderbaren Blick. Da hinten sieht man den Gammrich. Man kann hier bis nach Wählen reinschauen. Dann sieht man den Rauenstein. Da hinten den großen und den kleinen Bärenstein. Hier drüben haben wir die Festung Königstein. Den Lilienstein. Da drüben ist der Pfaffenstein. Der Gorisch weiter nach links, dann sieht man so ein bisschen den Turm und auch das Gasthaus vom Papststein, den Dein-Hennersdorfer Stein, wo ich vor 14 Tagen war. Und dann hat man hier drüben noch, also heute ist wirklich eine richtig gigantische Sicht. Da sieht man da hinten noch den Zirkelstein und die Kaiserkrone und Teile vom Schrammsteinmassiv. Ganz hinten so am Horizont ist der Rosenberg in Tschechien. Und wenn man hier nochmal zurückschaut, zwischen dem Gorisch und den Papstein, also hinter dem Papstein, ist der Hohe Schneeberg. Auch schon Tschechien. Und man sieht sogar den Geisingberg hier zwischen Lilienstein und Pfaffenstein im Erzgebirge. Also heute wirklich eine extrem schöne Fernsicht. Wir werden jetzt hier eine kleine Rast machen, Frühstückspause. Ich muss erstmal den Akku wieder von meiner neuen Kamera laden. Wir machen also ein bisschen Frühstückspause.
Und dann werden wir hinabsteigen in das Polenstal. Und dann geht es das Polenstal wieder nach oben bis zur Polenstalmühle, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und dort geht es dann wieder hinauf nach Hohenstein zurück zum Wanderparkplatz. Also eine wirklich schöne, feine Runde heute hier. Wunderschön, die Idee von der Kadi. Genau. Da hat das Gasthaus ja zu. Die dürfen auch keinen Imbiss anbieten. Wundert mich, weil am Lichtenhahner Wasserfall, die haben auch ein Imbissangebot gehabt. Also man konnte da Bockwurst und Wiener bestellen und auch, wie gesagt, man konnte sich nicht hinsetzen. Was gibt's bei dir? Also, ja, ganz gesund heute. Ganz gesund. Bei der Quali gibt es ganz gesund heute. Gesund. Da hast du richtig Zug, ne? Komm gleich. Wurst du? Bifi muss mit. Banane. Kohlenhydrate. Auch nicht schlecht. Und dann habe ich so gedacht. Und was? Oh, das ist für mich? Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Falls du das magst. Ich esse das auch. Einmal Haribo für den Wanderfritzen. Schön. Bei mir gibt es wieder den obligatorischen Pfefferminztee. Bei der Kadi habe ich gehört, gibt es heute auch, ja, Pfefferminztee. Immer. Und der Wanderfritze war heute früh mal faul. Der hat nämlich kein frisches Ei gekocht. Ja, der Wanderfritze wäre erstmal faul gewesen. Es gibt nämlich ein gekochtes. Gefärbte Eier. Genau. Mmh. Würstchen wie immer. Ist da auch eins. Dann, danke. Und gekaufte. Ja. Du hast gesagt, du wolltest dich bessern. Mhm. Sind wieder nur gekaufte. Ja. Muss man echt selber welche machen, ja. Kriegt ja schon Ärger. Heute gibt es mal Tiroler, Tyrolina oder Tyrolini. Die Schafen. Oh ja. Ah, gut. Aber auch lecker. Mhm. Ja, oben durch wandert, muss oben durch essen. Genau. Und ist doch eine schöne Ecke hier. Also ich glaube, wenn hier offen wäre, wäre hier richtig viel los. Also wir haben echt Schweine, keiner da. Also es wird schon jemand da sein, aber es ist nicht offen. Oh, das ist traumhaft, oder? Das ist deine Ruhe hier. Also ich glaube, hier ist richtig, wenn hier offen ist, begängiges Jahr. Ja. Genau, frisches Brot. Mm. Und da könnt ihr jetzt meckern, wie ihr wollt. Bei mir wird es das immer geben. Frühstück ist immer dabei. So, ausgebrochen. Frühstückspause beendet. Müssten jetzt die Hälfte geschafft haben, oder? 6 Kilometer bestimmt. Genau. Oh, die Mädels, komm. Und was sagt Komoot? 7,19. Also über die Hälfte schon. Ja, schon. So, haben wir hier eine. Hier haben wir doch eine Tafel, da können wir doch mal gucken. Ja. Wir sind am Brand. Und jetzt geht es hier zurück. Dann geht es ins Tal runter. Ins Polenstal. Und wir laufen dann hier durchs Polenstal wieder hoch. Bis hierher. Um dann hier wieder nach oben zu laufen. Genau. Ich würde sagen, das sind doch Ziegen, keine Steinböcke. Oh, ein schöner Bock. Mhm. Der Ziegenbock war schon Zickenbart. Ja, ja. Zwei Ziegen hier, das wird schwierig für ihn. Mhm. So, na dann, auf geht's. Die nächsten, letzten 6 Kilometer. Gemütlich. Gemütlich. Bei schönstem Wetter, wie viel Grad haben wir jetzt? Locker 12, 13 Grad, ja? Ja. Sonne lacht, es ist warm. Ein Träumchen. Im roten Strich folgen. Genau, steht er hier. Schulzengrund, Füllhölzer der Graden. Wir müssen hier runter, oder? Genau. Schräg weg. Ja. Auf in den Polenstal. Grund oder Polenstal. Genau, so. Wann, was für eine Mühle? Wald. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt schon sind. Also, es ist ja schon gefühlt eine Ewigkeit. Man fährt ja früher oder früher als Kinder oder Jugendliche ist man immer zu den tschechischen Kippenhöhlen gefahren und ist ständig in Waltersdorf vorbeigefahren an der Brandaussicht. Man hat es immer gesehen, sag, hier willst du irgendwann mal hin. So, jetzt müsste ich lügen, locker 20 Jahre.
Nach 20 Jahren habe ich es endlich mal geschafft, hier oben zu stehen. Ja, ja. Aber es ist gut, weil irgendwann ist es perfekt. Ja. Dann lieber jetzt. Die Kati kennt sich ja bestens aus, ja, was die Geologie des Gesteins betrifft. Ja, ja. Oben ist das schwarze Fjord. Aber, ja, ja. Aber wenn man hier nur wandert und eben mit Scheuklappen vorbeigeht, dann kann man eben auch nichts entdecken. Hat es ein bisschen was von den Schwedenlöchern, ja, hier. Genau. Oder Odenwalder Grund, ne? Ist auch so. Wir haben sie auch schon freigeschnitten hier. Auch schon ein Baum umgefallen hier. Große. Ist das Eiche, Buche? Buche. Ja. Und es bleibt halt liegen, ne? Es darf verrotten, ne? Genau. Obwohl das eigentlich das optimale Brennholz wäre. Ja, die Identität ist anders übrig. Ja, haben wir mit ihr mal geredet. Ja, die kriegen sie auch nicht raus. Die kriegen sie los, die kriegen sie nicht los. Na, raus schon, die kriegen sie nicht los. Ja. Das kauft keiner mehr. Das hat so niedrigen Preis gezahlt, das Holz. Erst schauen, wo man hintritt und dann treten, nie umgedreht. Sonst könnte es Aua werden. Sehr schön, ja, sehr schön. Auch die nassen Wurzeln. Noch besser. Nee, jetzt nicht. Vor. Irgendwann gibt es keine Alternative, musst du durch den Schmatter hier durch. Unten ist die Waltersdorfer Mühle, glaube ich. Genau. Das Polenstal ruft, wir sind gleich unten. Schön. Genau. Jetzt sind wir runtergelatscht ins Tal. Jetzt gehen wir das Polenstal ein Stück nach oben. Und dann müssen wir das Ganze wieder nach oben. Aber das ist das letzte Stück. Das werden wir dann schön gemütlich in Angriff nehmen. Dann ist die Runde für heute auch schon wieder fast vorbei. Aber Moment, wir haben ja noch ein Schmetterchen, was wir uns noch angucken wollen. Genau, nichts pflücken. Richtig. Im Nationalpark. Jetzt gibt es auf die Finger. Hinten ist sogar noch ein Schriftzug dran. Waltersdorfer Mühle, genau. Schade, dass man so kommen lässt alles. Oh ja, da ist schon wieder hier. Da, ganz rechts siehst du die Mühle stehen und da steht noch Waltersdorfer davor. Na. Ob hier noch jemand wohnt? He? Das sieht alles so, so leer und runtergekommen aus. Das ist ein Schade. Ja. Das ist doch eigentlich... Ach, hier gibt es sogar eine Seite, die ist angemalt, die ist gelb. Die sieht neu aus. Hotel und Restaurant, genau. So sah das mal früher aus. Also Holz zum Verbrennen haben sie genug, ja. Ja, das denke ich. Ja. Genau, hier ist Radfahren verboten, weil Kernzone. Das Putzige ist aber, auf der Tafel oben war das als Radfahrroute ausgeschildert. Ja. Aber es ist Radfahren verboten, ja, bis hoch zur Polenstalmühle. Also man sieht einen Teil der Märzenlöcher. Sind aber nicht die eigentlichen Märzenbecherwiesen, obwohl es sind ja auch Wiesen, ne? Aber es sind eben nicht die Märzenbecherwiesen, die gibt es ja da oben. Genau. Gibt es auch einen Film bei mir auf meinem Kanal. Ach. Zu Besuch bei den Märzenbechern. Mensch. Da oben jetzt mal verlinkt. Genau. Könnt ihr mal reinschauen, sehr schön. Also immer März, April, Blütezeit der Märzenbecher. Das größte Vorkommen in Sachsen übrigens hier. Die Märzenbecherwiesen im Polenstal. Es gibt noch Märzenbecherwiesen bei Leipzig, glaube ich. Aber in Sachsen ist hier im Polenstal das größte Vorkommen. Gerade entdeckt auf der anderen Seite. Massig, oder? Das ist ja richtig weiß von den Märzenbechern. Ey, ist herrlich. Ja.
herrlich, diese Schwefelflechten da oben. Oh, richtig gelb jetzt, ne? Richtig, die Augen sind richtig krass gelb, ne? Schön. Das Gasthaus Polenstal, das ist auch sehr gepflegt und sehr schön. Kann man auch schön einkehren. Ostern haben die erst ab, bis Oktober ab 10 Uhr. Und dann schönen Wochenende bis in Dezember rein. Krass. Siehst du, 3 Kilometer sind es bis da runter. Ja. Aber wir haben natürlich auch. Rusigmühle, da sind wir vor uns vorbeigefahren. Ja. Bockmühle, ja, da sind wir vorbeigefahren. Ach so. Wo wir runter zu uns gefahren sind. Ja, das war die Rusigmühle, dann war die Häselichtmühle. Und die Bockmühle ist jetzt hier Gasthaus Richtung Neustadt. Das ist ja dann am Ende von den Märzen gewesen. So, da ist der ganze Parkplatz voll. Für die ganz Faulen, die fahren bisher her und dann wandern zu gehen. So. So. Auf zum letzten Anstieg. Nein. Nicht der letzte. So. Ah, seit 1940 noch Naturschutz. Ach, der Eisvogel? Wasseramsel Gebirgsbachstelz ist gerade der farbprächtige Eisvogel, ja, ist hier heimisch. Habe ich zwar noch nie gesehen. Ja. Herrlich. Eigentlich müsste es hier, also ich glaube, es gibt in der Polen wieder Bachforellen. Mhm. Sag mal, wie sauber das Wasser ist. Ja, sehr schön. Ja. Hier kommt auch ein kleines Bächlein raus. Schön. War jetzt schon wieder richtig schön kühl, ne? Ich habe jetzt kurz überlegt, siehst du die Jacke aus? Ich mach's mal lieber nicht. Nee. Ich lasse die mal an. Sind doch ein bisschen frischer. Schöne kleine Brücke hier. So. Jetzt muss ich mir überlegen. Oder da lang? Guck mal da. Das ist auch schön, ja. So tiefer. Mit dem Wasser, was da so lang kommt. Oben hast du schon die Burg. Wilhelm Lebrecht Götzinger von 1758 bis 1818 arbeitete von 1783 bis 87 als Hauslehrer in Hohenstein und bis zu seinem Tode als Pfarrer in Neustadt. Er veröffentlichte bereits 1786 und 1804 zwei heimatkundliche Bücher über die sächsische Schweiz. Das ist eigentlich sehr bekannt, der Herr Götzinger. Da oben ist das Konterfei. Knall. Geschafft. 14 Kilometer, immerhin. Ja, schöne kleine feine Wanderung, ne? Mhm, sehr schön. Die Kathi hatte eine gute Idee und mich eingeladen, sehr schön. Aber wir werden wiederkommen, haben wir gesagt, weil wir wollen den Lehrpfad zusammen machen. Wir haben festgestellt, sind 40, 50, 60 Tafeln. Ja. Genau. Beginnt hier übrigens in Hohenstein, hier unten steht über Tafel Nummer 1, über die Burg, Tafel Nummer 2. So, ihr Lieben, für heute wird es das erstmal gewesen sein, ne? Gibt's noch eine Belohnung? Es gibt noch ein Eis, ne? Genau, wir holen uns jetzt noch ein Eis hier unten. Die Eisdiele nämlich auf, haben wir gerade schon gesehen. Aber das ist dann ohne euch, das werden wir jetzt genießen. Ich würde sagen, es ist eigentlich für jeden machbar und schaffbar, oder? Was sagst du? Ja.
ganz gemütlich. Also der Abstieg und der Anstieg, das schaffen auch alte Leute. Wir haben auch viele ältere Leute unterwegs gesehen, alle mit Wanderstöcken. Mhm. Also ihr könnt euch Zeit lassen, überhaupt kein Problem. Mhm. Genau. Genau. Rollstuhlfahrer, nicht so sehr, Kinderwagen. Genau, macht mal Zeiten los. Da ist es nämlich auf jeden Fall weniger los. Genau. Jetzt waren die Parkplätze schon voll. Und es ist angenehmer von Temperaturen. Stimmt, es ist schon ganz schön warm. Ne? Ja, gut. Wie immer auf YouTube könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Schreibt was in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch der Film gefallen hat. Ne? Genau. Die Glocke nie vergessen zu betätigen, weil da verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Bei Facebook gerne ein Like da lassen, auch was kommentieren und bei Instagram, wie immer das ein oder andere Foto zu sehen. Wir haben uns vorhin mal über PayPal unterhalten, also wer was spenden möchte, wer mal gerne einen Kaffee ausgeben will oder ein Frühstück oder eine Pizza. Und hier ist wieder der Link zu PayPal. Könnt ihr gerne eine Spende da lassen, alles kann, nichts muss. Noch was vergessen? Achso, genau. Ausrüstung, wenn ihr was zur Ausrüstung wissen wollt, auf meine Internetseite gehen, auch unten eingeblendet. Wie da gibt es www.dh-wanderfritze.de. Ah. Genau. Und dort einmal drauf gehen, da gibt es im Button Ausrüstung, da findet ihr alles in Nennenswerte zur Ausrüstung. Ich würde sagen, für heute war es das. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Tschüss, sagt der Wanderfritze und die Kadi. Ciao, ciao. Tschüss. So ihr Lieben, wie versprochen, es gibt eine 360-Grad-Version. Diese findet ihr, wenn ihr auf meinen Facebook-Account geht, der Wanderfritze. Da gibt es eine Gruppe, die nennt sich der Wanderfritze, die Community. Dort könnt ihr Mitglied werden, also euch kostenlos registrieren lassen. Nichts mit Geld verbunden, alles kann, nichts muss. Und in den Beiträgen findet ihr einen Link ebenfalls zu YouTube. Das ist ein nicht gelisteter Link, also den sehen nur meine Mitglieder. Und da findet ihr die 360-Grad-Version und das ist eine Extended-Version. Die ist ca. eine Stunde lang. Die hat noch ein bisschen mehr Filmmaterial, Bonusmaterial enthalten. Und ich würde sagen, eine sehr schöne Version, vor allen Dingen mit unterschiedlichen Perspektiven. Ihr könnt auf dem PC, auf eurem Handy oder eurem Tablet die Version oder zumindest den Bildausschnitt frei wählen. Entweder mit der Maus oder mit dem Finger könnt ihr euch um 360 Grad nach rechts oder links bewegen, auch nach oben und nach unten. Und das ist schon eine sehr spektakuläre Geschichte, die es da mittlerweile auch im Filmsektor gibt. Also wie gesagt, auf Facebook vorbeischauen, der Gruppe beitreten. Die Kadi oder ich schalten euch frei. Ihr müsst vielleicht ein oder zwei Fragen beantworten, nichts Wildes. Und wenn ihr dann freigeschalten seid, habt ihr die Möglichkeit, auf diesen Link zuzugreifen. Lasst bitte einen Kommentar da, wenn euch diese Version gefallen hat. Das möchte ich gern von euch wissen, ob das dann auch in Zukunft weitere 360-Grad-Versionen geben soll. Also ihr Lieben, viel Spaß mit der 360-Grad-Extended-Version und wir sehen uns hier auf YouTube.